Wie schnell doch die Zeit vergeht. Auf dem heutigen Tag genau ist es nun 20 Jahre her, seit Resident Evil zum ersten Mal auf der PlayStation veröffentlicht worden ist und nichts anderen Spielern das Fürchten gelehrt hat. Passend zum diesjährigen Jubiläum haben wir uns ein weiteres Mal auf den Survival-Horror-Meilenstein gestürzt und erklären euch, was Resident Evil damals wie heute so faszinierend machte. An dieser Stelle geht noch eine Spoilerwarnung an all die Spieler raus, welche noch nie mit Resident Evil in Kontakt gekommen sind. Resident Evil. Wer schon anhand des markanten Spielecovers nicht mit einem gruseligen Titel gerechnet hat, wird spätestens im Intro eines Besseren belehrt. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Bereits kurz nach der Landung wird das nachgesandte Alpha-Team von blutrünstigen Dobermännern angegriffen und zur Flucht gezwungen, welche schließlich in einem verlassenen Anwesen ihr Ende findet. Wie Resident Evil von dieser Ausgangslage nun weitergeht, hängt in erster Linie von eurer ausgewählten Spielfigur ab. Entscheidet ihr euch für die Adrette Jill Valentine, könnt ihr während des Spielverlaufes auf die Hilfe vom Waffenspezialist Barry Burton zählen. Teamkollege Chris Redfield hingegen hat es deutlich schwerer und muss sich die meiste Zeit über alleine mit den Bewohnern des Hauses herumschlagen. Es wird nicht lange dauern, bis ihr den ersten von ihnen mit eigenen Augen zu Gesicht bekommt. What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Und nach dieser ersten Begegnung wird den Helden also recht schnell klar, dass mit diesem Haus irgendetwas nicht zu stimmen scheint. Fortan ist es also oberste Priorität, irgendwie einen Fluchtweg aus dieser real gewordenen Hölle zu finden. An welcher Stelle ihr genau mit euren Ermittlungen anfangt, überlässt das Spiel dabei ganz euch. Eine der großen Stärken von Resident Evil ist nämlich das offen angelegte Level-Design, bei dem ihr selbst entscheiden dürft, in welche Richtung ihr als nächstes zieht. Viele Türen und Räume sind zu Beginn des Spiels auch abgeschlossen, doch gerade die Suche nach Schlüssel-Items, neuen Waffen und Munition macht einen großen Teil des Spielspaßes aus. Sowohl Chris als auch Jill verfügen nur über ein begrenztes Inventar und können nicht alles mit sich herumtragen, was sie im Herrenhaus Nützliches finden. An dieser Stelle kommen die Aufbewahrungskisten ins Spiel, deren Inhalte wie durch Zauberhand allesamt miteinander verbunden sind. Klingt zunächst komfortabel, doch gerade das steife Inventarsystem sorgt dafür, dass ihr öfter zur nächsten Kiste laufen müsst, als euch lieb ist. So etwa kostet euch ein kleiner Schlüssel genauso viel Platz im Inventar wie eine Pump-Action-Shotgun. Von der fantastischen Atmosphäre haben wir an dieser Stelle dabei noch gar nicht gesprochen. Als Resident Evil zum ersten Mal erschien, gab es mit hoher Wahrscheinlichkeit kein anderes Spiel, das in Sachen Horror- und Gruselfaktor mit Capcoms neuem Primus gleichziehen konnte. So manch jüngerer Spieler, der Resident Evil in seine Griffweite bekam, dürfte sich auf so manch schlaflose Nacht einstellen. Thank you.
Unerwartete Schockmomente wie diese absolute Resident Evil Klassiker dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Immer wieder müsst ihr allerdings auch eure Kombinationsfähigkeiten unter Beweis stellen, was in den meisten Fällen auf das Verschieben von Objekten hinausläuft. Aufgrund der berüchtigten Tank-Steuerung erweist sich das Dirigieren der Spielfigur in ungeübten Händen oftmals als sehr umständlich. Um Chris oder Jill nach vorne laufen zu lassen, müsst ihr das Steuerkreuz nämlich nach oben drücken, ganz gleich in welche Richtung eure Spielfigur dabei blickt. Besonders viel Häme musste Resident Evil seit jeher für sein unterdurchschnittliches Voice Acting sowie die hanebüchenen Dialoge über sich ergehen lassen. It's me, Chris. Is that you, Rebecca? Erst im vergangenen Jahr brachte Barry Gierde, der englische Synchronsprecher von Barry Burton und seit über 30 Jahren in Japan lebhaft, einige interessante Details über die Vertonungsarbeiten von Resident Evil ans Tageslicht. So etwa wurden die Dialoge nicht nur komplett von japanischen Capcom-Mitarbeitern geschrieben, sondern absichtlich auch so formuliert, dass sie für die in Englisch nicht sehr bewanderten Japaner leichter verständlich wurden. Infolgedessen dürfte es niemanden verwundern, dass Resident Evil voller Satzwiederholungen und cheesy One-Linern steckt, die dem Spiel einen so hohen B-Movie-Faktor verpasst haben. Ein ganz unbeschriebenes Blatt im Horrorgenre war Capcom bei der Veröffentlichung von Resident Evil aber nicht. Das 1989 für das Nintendo Famicom entwickelte Grusel-Adventure Sweet Home machte sehr deutlich, wo Resident Evil seine Wurzeln hat. Andere Spiele wie Clock Tower oder Alone in the Dark gelten ebenfalls als Wegbereiter für den Kulthit aus dem Hause Capcom, welcher das Genre Survival Horror weltweit salonfähig machte. Den Aspekt des Überlebens schrieb sich Resident Evil von Anfang an groß auf die eigene Fahne. Jederzeit musste der Spieler damit rechnen, hinter der nächsten Ecke auf ein weiteres Monster zu stoßen. Auch hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades ging Capcom nicht gerade zimperlich vor, wie man in den Huntern gut sehen kann. Die aufgesuchten Orte von Resident Evil beschränken sich nicht nur auf das anfängliche Herrenhaus. Nachdem es euch gelungen ist, eine Hintertür ins Freie aufzuschließen, erwarten euch neben einer Gartenanlage auch die Quartiere des Personals, ein unterirdisches Höhlenlabyrinth und schlussendlich ein geheimes Laboratorium. Bis aber überhaupt erkenntlich wird, was in dem Anwesen eigentlich vorgefallen ist, tappt ihr in Resident Evil für sehr lange Zeit im Dunkeln. Erst durch Tagebucheinträge und liegengelassene Dokumente kommt nach und nach die Wahrheit ans Tageslicht.
Zwar suchte mit beiden Charakteren im Spiel die gleichen Locations auf, der Weg von Chris gestaltet sich aber ein wenig anders als bei seiner Kollegin Jill. Um der mächtigen Pflanze 42 beizukommen, genügt es bei Chris nicht, einfach nur die Waffen sprechen zu lassen. Für einen kurzen Zeitraum übernimmt er hier die Kontrolle von Rebecca Chambers des Bravo-Teams und müsst aus verschiedenen Chemikalien einen besonders effektiven Unkrautvernichter zusammenmischen. Wie überaus passend, dass sich die Wurzeln des viel zu groß geratenen Sonnentaus im Keller des Gebäudes befinden. Je nachdem, welche Entscheidungen ihr im Spiel getroffen habt, ändert sich der Verlauf der Story. Wer es richtig anstellt, kann alle seine Teamkameraden vor dem Monsterhorn in Sicherheit bringen. Mit etwas Pech seid ihr am Ende aber auch vielleicht der einzige Überlebende. Let's go together, since it's dark and we can't see very well. Okay, let's go. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. Hey, are you all right? I can go first if you want me to. Okay, let's go, Barry. I'm depending on you. Is that Jill? Ganz gleich, wie ihr euch auch anstellen mögt. Früher oder später wird klar, dass hinter all den bizarren Mordfällen der Chemiekonzern Umbrella steckt, welcher sich mit gefährlichen Virusexperimenten befasst hat und nun alles daran setzt, dass der katastrophale Unfall nicht an die Öffentlichkeit gerät. Da ist es natürlich äußerst unpassend, dass Stars an der Quelle des Geschehens Nachforschungen anstellt. So, Barry and Jill together. Are you all right, Enrico? The stars are doomed. Someone is a traitor. Für die Lösung des Rätsels, um wem es sich dabei genau handelt, müsst ihr zu diesem Zeitpunkt des Spiels noch ein wenig Geduld aufbringen. Nachdem sich Jill oder Chris durch die unterirdischen Katakomben gekämpft haben, finden sie endlich das gut versteckte Geheimlabor, in dem der ganze Schlamassel begonnen hat. Auf der Zielgeraden wird euch mit diversen Schiebe- und Kombinationsrätseln noch ein letztes Mal alles abverlangt. Wesker? You did a fine job, Barry. Just as I thought. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything, because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments.
experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. Wie vorhin bereits angesprochen, hängt es von verschiedenen im Spiel getroffenen Entscheidungen ab, welchen Ausgang euer Horrorausflug am Ende nehmen wird. Da für Resident Evil ursprünglich keine Fortsetzung geplant war, musste Capcom im Nachhinein einen bestimmten Kanon festsetzen. So zum Beispiel findet Albert Wesker zwar sein vermeintliches Ende durch die riesige Klaue des Tyrant, wird aber dank des ihm verabreichten Prototype-Virus wieder zum Leben erweckt. Das ist auch der Grund, warum er unter anderem in Resident Evil Code Veronica und Resident Evil 4 wieder quicklebendig auftaucht. What? Don't come this way! No! Nachdem ihr das Duell mit dem Supermutanten für euch entschieden habt, solltet ihr vor eurer Flucht noch dringend im Gefängnistrakt vorbeischauen. Wenn es euch gelungen ist, alle drei versteckten MO-Disketten zu finden, könnt ihr dort nämlich einen weiteren, verschollen geglaubten Teamkameraden befreien. Bevor ihr aber in dem per Leuchtrakete herbeigelotsten Hubschrauber einsteigen dürft, steht noch ein letztes Duell gegen den Tyrant an, dem ihr mit einem Zeitlimit im Nacken die Stirn bieten müsst. Eine Formula, die man in den folgenden Jahren noch öfter zu Gesicht bekommen sollte, denn Resident Evil erwies sich über alle Erwartungen hinaus als bahnbrechender Superhit, mit dem Capcom das Survival-Horror-Genre in den Mainstream hievte. Alleine vom Ur-Resident Evil sowie dem 1997 veröffentlichten Director's Cut konnte Capcom über 5 Millionen Exemplare absetzen. Chris, use it! Destroy the monsters with it! Zwanzig Jahre später hat sich am Kultstatus von Resident Evil kaum etwas verändert. Schon klar, grafisch wie spielerisch ist Capcoms Grusel-Initiator ganz schön in die Jahre gekommen und wird seit jeher vom in jeder Hinsicht besseren GameCube-Remake übertrumpft. Ein ehrwürdiger Klassiker, dem eine beispielslos erfolgreiche Serie folgen sollte, bleibt das Spiel allerdings zweifelsohne. Happy Birthday, Resident Evil, auf die nächsten 20 Jahre.